Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Jagd auf den König, Teil 3 von Separate. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Die Jagd auf den König 3.0 bzw. die Jagd auf den König Teil 3. Teil 1 und Teil 2 sind schon etwas her. Teil 1 damals im Jahr 2006 erschienen und Teil 2 im Jahr 2008. 2015 ist dieser Teil erschienen. Die Jagd auf den König 3.0 lesen wir hier. Darüber Separate in roter Schrift. Hier lesen wir noch Digital Resistance präsentiert. Das ist ja das Label von Separate. Und dann haben wir hier wilde Aufnahmen. Also so ein sehr eigenartiger Druck auf der Box. Wir erkennen hier einige Hochhäuser. Dann so verwischte Landschaft, also es sieht echt aus wie irgendwie Inferno in der Stadt oder als wäre die Stadt irgendwie gerade von Kometen oder von irgendwelchen Himmelskörpern getroffen worden. Auf jeden Fall sehr heftiges Design. Das zieht sich hier komplett über das gesamte, über die gesamten Seiten drüber. Hier auf der Seite haben wir dann nochmals das Logo von Digital Resistance und dann hier nochmals Interpret plus Albumtitel, links und rechts ident. Gut, vom Boxdesign her relativ unüblich, denn es ist keine reguläre Klappbox, sondern man kann das Ganze hier aufschieben. Also es ist quasi eine Pappschuberbox von innen weiß. Dann machen wir diesen Schuber mal weg. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Album an sich. Dann haben wir hier das Shirt, in das das Album eingebettet war. Dann haben wir hier, das sieht aus wie Sticker. Jawohl, das sind diverse Sticker. Und dann haben wir hier am Boden der Box noch ein Poster. So sieht die Box dann von innen aus. Also hier nochmal dieses Design innen und dann hier unten Karton bzw. weiß. Machen wir die Box mal wieder zusammen. So. Und nachdem hier Shirt und Album noch eingeschweißt sind, werden wir das Ganze mal aus der Folie befreien. Einmal das Shirt. So. Und dann haben wir natürlich noch das Album. Dieses ja ebenfalls in Folie. Ist die Frage am besten hier an der Seite. So. Gut, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier ein Digipack. Wir haben hier das Profil, das Gesicht von Separate. Dahinter auch wieder in dieser verwischten Optik, wie wir es bereits vom Boxcover kennen. Diese Hochhäuser, diese apokalyptischen Szenen. Hier oben lesen wir wieder Digital Resistance präsentiert. Separate, die Jagd auf den König 3.0. Hier nochmal das Logo des Labels. Hier lesen wir auch wieder Interpret plus Albumtitel. Und auf der Rückseite haben wir dann die gesamte Tracklist und hier sehen wir, dass wir mehr oder weniger ein Doppelalbum haben, denn wir haben hier DJADK, also die Jagd auf den König Part 1 und Part 2. Wir haben hier bei Part 1 15 Tracks und bei Part 2 11 Tracks, das ergibt insgesamt 26, das ist für ein Album echt eine Menge Zeug. Und bevor ich es vergesse, wir haben natürlich auch diverse Features mit dabei. Und zwar haben wir hier Features unter anderem von Flair oder auch von Gypsy, Yasha, Overdose und einige andere. Motoris ist auch noch dabei. Ihr seht selbst, da sind jede Menge Features mit dabei. So sieht dann die CD aus. Ebenfalls in dieser Optik. Dahinter kommen auch wieder diese verwischten Hochhäuser zum Vorschein. Dann haben wir hier auf der rechten Seite ebenfalls eine CD und das ist sehr spannend, denn hier links den Part, den ich hier zuerst aufgeklappt habe, in dem Fall Part 2 und hier Part 1, bin mir nicht sicher, ob das so gewollt ist oder ob das vielleicht irgendwie beim Bepacken falsch gemacht wurde. Also ich glaube, ich werde dann Part 1 nach links verschieben, also ich mache das einfach jetzt schon, dass ich die beiden hier austausche, das macht mich sonst irgendwie unrund. So, Part 2
rechts und Part 1 links. Jawohl. Und dann haben wir hier in der Mitte auch noch ein Booklet mit dabei. Hier haben wir den guten Mann abgebildet, an eine Mauer gelehnt, in Jogginghose, Haube und Sonnenbrille ebenfalls am Start. Weitere Aufnahmen von Seppo. Hier trägt er sogar das Shirt, das wir uns dann gleich noch ansehen werden. Eine weitere Aufnahme. Und dann haben wir hier nochmal die gesamte Tracklist inklusive der Info, wer das Ganze produziert hat. Und hier ebenfalls für Part 2. Gut, zum Abschluss gibt es noch die Credits zum Album. So sieht das aus. Dann packen wir das Booklet mal wieder hinein. Dann haben wir einige Sticker mit dabei. Und zwar haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sticker an der Zahl. Die Sticker sind alle ident. Sind hier im Hochformat mit gelbem Separate-Schriftzug, darunter wieder der Albumtitel Digital Resistance und hier mehr oder weniger das Cover des Albums hier etwas abgeschnitten und im Hochformat gestaltet. 7 Stück, 7 Sticker sind dabei. Dann haben wir mit dabei ein Poster und auch auf diesem, also das Poster ist vom Design her 1:1 wie die Sticker. Wir haben hier oben wieder den Schriftzug von Digital Resistance, dann hier Seppo im Profil und dann hier diese zerstörten, verwischten Wolkenkratzer. So sieht das aus. Das Ganze kommt im Hochformat und ist einseitig bedruckt. Die Rückseite, wie ihr seht, glatt weiß. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt mit dabei. Konnte man sich damals zu Release frei auswählen. Die Shirtgröße. Ich war dann etwas später dran, also ich habe es nicht direkt zu Release bestellt, sondern erst vor kurzem und deswegen habe ich dann in dem Fall nur noch XL bekommen, aber damit kann ich leben. Wir haben hier ein schwarzes Shirt und dann haben wir hier einen weißen Totenkopf abgebildet mit aufgerissenen Augen. Dann rechts oben hier so eine aufgemalte Krone mit gelbem verlaufenden, also mit Farbverlauf und dann hier noch eine eine Zigarette bzw. ein Joint, der hier aus dem Maul, aus dem fehlenden Unterkiefer des Totenkopfs hängt. Und dann haben wir auch nochmals DJ-ADK3 Separate. Das Ganze ist auf der Rückseite glatt schwarz, also kein Neckprint oder dergleichen. Und wir haben es zu tun mit einem B und C in der Größe XL. Wie gesagt, Größe war damals frei wählbar. B&C Collection und zwar ein B&C Exakt 190 und das Ganze ist, wo haben wir es, hier, 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus, wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit diesem weiß-gelben Aufdruck, mit diesem riesen Totenschädel mit der Krone. Und darunter dann der Schriftzug DJ-ADK3 Separate. Gefällt mir von der Optik echt gut. Schwarz, Gelb und Weiß, gelungene Farbkombination, kann man auf jeden Fall tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt. Dann haben wir mit dabei dieses Poster einseitig bedruckt. Wie gesagt, im Hochformat. Dann diese Sticker hier, 7 an der Zahl. Im Hochformat und natürlich das Album an sich, Separate, die Jagd auf den König 3 mit insgesamt 26 Tracks. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, es gab darüber hinaus noch einen zusätzlichen Boxinhalt, den ich euch allerdings jetzt nicht vorstellen konnte, weil er nur in sehr wenigen Boxen war. Und zwar gab es auf die Boxen verteilt, ich kenne die genaue Auflage der Boxen leider nicht, aber es gab insgesamt über diese Boxen verteilt 3 goldene Tickets. Und wenn man so ein Ticket in seiner Box vorgefunden hat, dann hatte man damit gewonnen einen Trip nach Mainz. Und dort konnte man dann in der Heimatstadt von Separate gemeinsam mit ihm einen Track aufnehmen und ja, mit Separate persönlich eben einen Track machen.
Nette Sache, leider hat es mich nicht erwischt, aber auch so eine schöne Box. Das alles in dieser wunderbaren Box, die Jagd auf den König 3 von Separate. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Separate unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao!